Hallo, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zur ersten Sequenz der Serie Absenchronik. Absenhaus gibt es ja schon, aber die Geschichte, die damit zusammenhängt, die fängt sehr früh an bei dem Johann August von Hagen. Und bevor wir da was zu sagen, will ich aber erstmal eine kurze Vorstellung machen. Mein Name ist Konrad Rennert, ich bin Geschäftsführer der Blue Pages GmbH. Neben mir sitzt mein Mitarbeiter, der Michael Steinmetz. Hallo. Der ist von Berufswegen ist er Historiker, Spezialist für europäische Geschichte. Den Abschluss, den macht er oder hat er gerade in Kassel gemacht. Und er wird dann etwas näher auf den Johann August von Hagen eingehen, der zu seiner Geburt noch kein von war, sondern der war ein Bürger, der aus Sachsen nach Russland oder in das Baltikum, was aber zu Russland gehörte, ausgewandert ist. Bevor ich da jetzt die Details sage, bitte ich einfach mal den Michael Steinmetz da etwas näher zu sagen. Ja, dieser Johann August von Hagen oder geborene Hagen ist einer der am frühesten namentlich bekannten und somit greifbaren Vorfahren der Familie Absen. Geboren wurde er im ausgehenden 18. Jahrhundert, nämlich 1786 in Pirna, also in Sachsen, und verstarb mit 91 Jahren 1877 in Reval, Estland, beziehungsweise in dem heutigen Tallinn in Estland. Hagen besuchte im Alter von 10 Jahren die Kreuzschule in Dresden und wurde dort zum Komponisten und Organisten für Choräle ausgebildet oder bekam eine erste Ausbildung dazu. Während der Napoleonischen Kriege um 1809 wurde er dann als Erzieher in das Haus des Schriftstellers August von Kotzebue berufen. Dieses Haus war ein estländisches Gut und dort blieb er bis 1813. Und wahrscheinlich kann man diesen Ruf nach ins heutige Estland zu dem August von Kotzebue auch so als einen ersten Impuls für spätere tiefe persönliche Beziehungen von Hagens in den baltisch-russischen Raum sehen. Nach seiner Anstellung eben bei von Kotzebue eine Rückkehr nach Deutschland, bis er dann wiederum nach Reval oder Tallinn ging und dort für 27 Jahre, also über ein Vierteljahrhundert, Organist der dortigen Olaikirche. In dieser Zeit veröffentlichte er auch mehrere Choral- und Gesangbücher sowie ein Orgelspiel, sowie ein Lehrbuch über ein zum Orgelspiel. Und diese Veröffentlichungen übten auch einen nachhaltigen Einfluss auf die estnische Kirche und ihre Musik aus. Es ist auch so, dass zumindest eine Choralsammlung noch heute erhältlich ist und es eben also nicht komplett in Vergessenheit geraten ist, auch wenn vielleicht der Name von Hagen heute nicht mehr so präsent ist wie noch vor vielleicht 100 Jahren. Ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Jetzt bitte ich den Michael Steinmetz nochmal seinen Handschuh anzuziehen. Wir wollen zum Abschluss, bevor wir dann auf die Details in den nächsten Sequenzen eingehen, vielleicht kurz nochmal die Urkunde zeigen, die jetzt in Originalkopie vorliegt vom Zaren. Das handelt sich um die Ernennung in den erblichen Adelsstand. Diese Urkunde, die haben wir vor, dass wir sie komplett aus dem Russischen übersetzen. Ein bisschen was wissen wir dazu. Und was auch Gegenstand von der Ausarbeitung oder von den Sequenzen, die folgen sein wird, das ist die Familienchronik. Ich habe hier mal die erste Seite aufgeschlagen, da ist noch handschriftlich hier auf diesem grauen Papier beschrieben, um was es geht. Das hat einer der Söhne 1912 ausgeführt im hohen Alter. Aber was da drin steht, das wird dann in den nächsten Sequenzen von dem Herrn Steinmetz ausgearbeitet. Vielleicht sagen Sie noch, Michael, was nächste Sequenz sein wird, bevor wir hier das Publikum für diese Sequenz verabschieden. Ja, also die nächste Sequenz haben wir so uns vorgestellt, dass wir versuchen, seine Schulzeit näher zu thematisieren. Gerade eben vor dem Hintergrund, dass er in seinen Memoiren, die wir auch vorliegen haben, sehr, sehr ausführlich auf die Ernährungsgewohnheiten oder Gepflogenheiten während seiner Schulzeit eingeht. Und insofern ist die nächste Sequenz ein Versuch, eben diese persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen eben in einen größeren historischen Kontext zu setzen und eben zu sehen, ist es eine typische Ernährung oder inwieweit kann man von einer typischen Ernährung sprechen und inwieweit lassen sich vielleicht Abweichungen oder dergleichen feststellen. Okay,
Ich denke, das ist ein guter Abschluss. Ernährungsgewohnheiten zur Schulzeit von Johann August von Hagen wird das nächste Thema sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.